Spieleclub ein MSX, genauer gesagt ein Philips MSX2 stehen haben. Wer unseren Retro-Podcast kennt, der weiß, dass man mit dem MSX viele Stunden reden kann. Und wir wollten diesem Gerät natürlich auch eine Chance geben. Und was spielt sich da schöner als Antarctic Adventure mit einer Hauptfigur, die schon in Parodius gab? Eines der ersten Konami-Spiele entwickelt für den MSX.